Octocopter heißt dieses neue Fluggerät am Berliner Himmel. Dabei dreht der Mini-Helikopter hier nur ein paar Proberunden, damit er und die Wissenschaftler in Übung bleiben. Der Octocopter ist eines der modernsten Geräte, das es derzeit im Fuhrpark des Exzellenzclusters Topoi gibt. Topos ist altgriechisch und steht für Raum, Ort oder Gegend. Topoi, der Plural, umfasst schon in der Antike weit mehr. Die Forscher des Exzellenzclusters interessiert zum Beispiel, wie sich Siedlungen ausgebreitet und Landschaften verändert haben, wie hier im Harz, einem der ersten Einsatzgebiete für den Octocopter. Zusätzlich haben die Wissenschaftler hier auch Bohrkerne untersucht, um zu sehen, ob im Harz Siedlungen zu bestimmten Zeiten aus Klimasicht überhaupt möglich gewesen sind. Wir können mit diesem Bohrkern versuchen, die Landschaft zu rekonstruieren. Wir können dies dann in Zusammenhang mit den Forschungen der archäologischen Partner setzen, um dann zu sagen, das könnten Gründe sein, warum die Siedlung aufgelassen wurde oder warum hier gesiedelt wurde. Wenn wir natürlich auch archäologische Artefakte in diesen Kernen finden, was selten ist, dann kann man das auch als direkten Hinweis nehmen. Raum bezieht sich aber nicht nur auf den klassischen Ort, sondern auch im übertragenen Sinne auf Räumlichkeiten, wie sie etwa in den verschiedenen Sprachen der antiken Welt dargestellt wurden. Hier sind es Tontafeln mit Keilschriften. Die Forscher digitalisieren die Keilschrifttafeln, übertragen sie dann in lateinische Buchstaben und übersetzen sie ins Deutsche. Auch wenn es sich hier nur um die Qualität von Bier handelt, können die Forscher so erkennen, wie sich Reiche und Imperien in der Vergangenheit ausgedehnt und verändert haben. Eine ganz andere Form des Verständnisses von Raum. Topos heißt einfach Raum oder Ort und spielt eine Rolle eben in ganz verschiedenen Bereichen der Antike. Also er kommt vor in der Medizin als der Ort, an dem zum Beispiel Symptome fassbar sind oder die Ursache für eine Krankheit liegt. Er ist aber genauso natürlich in der antiken Mathematik vorhanden, er ist in der Philosophie vorhanden oder in der Rhetorik als ein Argument, als ein Topos in einer Rede. Und dadurch ist in der Antike schon diese Vielfalt gegeben, die genau eigentlich auch abbildet, was wir in Topoi erforschen. Raum, verstanden als kosmologischer Raum, steht im Zentrum der Arbeiten der Forschergruppe um Gábor Betegh. Gemeinsam mit Kollegen wertet der ungarische Gastwissenschaftler Schriften antiker Denker aus und wandelt diese in Computermodelle um. Sie ermöglichen es ihm, ein Verständnis davon zu bekommen, wie Philosophen und Denker Kosmologie begriffen haben. Man gewinnt den Eindruck, dass bereits diese antiken Philosophen den Versuch unternommen haben, ihre Theorien zu visualisieren und nicht nur einfach zu illustrieren oder zu erklären. Es scheint, als ob die Visualisierung bereits bei der Theoriebildung eine zentrale Rolle spielt. Wie sich frühe Kulturen den Kosmos gedacht haben, zeigt auch der berühmte Goldhut im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Er stammt aus der Bronzezeit und wurde als Kalender genutzt. Die Beobachtungen der Zyklen von Sonne und Mond wurden hier detailreich festgehalten. Der Goldhut ist Teil einer Ausstellung, bei deren Konzeption Topoi-Wissenschaftler mitgewirkt haben. Dies ist ein Beispiel für die einzigartige Zusammenarbeit zwischen den Museen und dem Exzellenzcluster. Auch in Zukunft soll es weitere Ausstellungen geben, die die Vielfalt des Forschungsverbundes Topoi zeigen. Sie kennen hier im neuen Museum gerade auf der Ebene 3, wo wir einen Versuch starten, indem wir eine neue Konzeption in der Aufstellung hier realisiert haben. Das heißt, dass wir mit den Objekten, mit den Exponaten mehr Geschichte erzählen wollen. Und natürlich geht es bei all den Kulturen, die hier ausgestellt sind, in diesem Haus wie in vielen anderen Museen unserer Stiftung eben auch um den Umgang mit der Entwicklung von Räumen, von Kulturräumen, wie der Mensch Räume strukturiert hat und natürlich auch Wissen. Wissen über antike Räume, das haben im Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein Schriftsteller in Reiseberichten und Romanen verarbeitet. Die Nachwuchswissenschaftler im Exzellenzcluster untersuchen, wie antike Räume in späteren Epochen dargestellt und wahrgenommen worden sind.
Also dass man auch mit einem bestimmten, ja, Vorstellung von antiken Räumen, wie sie denn wohl zu antiker Zeit gewesen sind, also bestimmte Städte wie Syrakusa, wie man sie sich vorgestellt hat, wie man da hingereist ist in diese Länder, nach Italien, Sizilien und Griechenland, und zu zeigen, wie diese Vorstellungen dann letztendlich verarbeitet wurden, zum einen in Berichten, aber dann auch konterkariert wurden von den eigentlichen Zuständen im 18. Jahrhundert. Topoi. Der Raum, ein weites Feld. Die unterschiedlichen Herangehensweisen des Exzellenzclusters zeigen, welche Bedeutung der Raum hatte und auch heute noch hat. Der Einfluss ist sowohl in der Archäologie als auch in philosophischen Vorstellungen bis heute spürbar.